Es ist fast das Jahr 2024 und alle Leute wollen von zu Hause arbeiten. Man ist sehr verwöhnt durch Homeoffice-Lösungen und es haben sich viele Möglichkeiten ergeben, Geld online zu verdienen von zu Hause. Alle wollen Unternehmer sein, aber sind nicht in der Lage, sich durchzusetzen oder erfolgreich zu sein. Gerade auf YouTube werden viele Jobs promotet, wie Umfragen machen. Ja, sicher funktioniert das, aber das Geld ist bei weitem nicht so viel, wie angepriesen wird und reicht allenfalls für einen Kaffee. Heute zeige ich euch 5 Jobs, die ihr von zu Hause betreiben könnt, die wirklich richtig gut funktionieren und gut bezahlt sind. Und das sogar ohne Abschluss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr Nummer 1 und Nummer 5 noch nie gehört habt. Also bleibt bis zum Ende dran. Starten wir direkt mit Nummer 5. Content Creator als Freelancer. Dieses neue Berufsbild ist unglaublich wichtig in dem heutigen Informationszeitalter. Du musst nie dein Gesicht zeigen, teilst dir selbst deine Zeit ein und musst nichts auf Social Media posten. Stattdessen könnt ihr als Texter, Fotograf und Grafikdesigner tätig sein. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Foodblogger. Dieser Foodblogger lebt davon, Bilder und Videos von seinem Essen zu posten. Dafür braucht ihr nicht die beste Ausrüstung oder müsst überhaupt gar kein Essen mögen. Ihr erstellt einfach als Content Creator für Foodblogger Kampagnen, Texte, Fotos oder Videos, in denen das Essen richtig in Szene gestellt werden kann und Produkte sich letztendlich dann viel besser verkaufen. Unternehmen brauchen nicht nur gute Produkte, sondern müssen diese auch vermarkten und gut präsentieren, damit es sich gut verkauft. Als Content Creator könnt ihr bis zu 4000 Euro im Monat verdienen. Ich denke, das ist ein richtig gutes Einkommen und das kann jeder tun. Nummer 4 ist Tech Sales. Als Tech Sales vertreibst du digitale Produkte und Lösungen sowie den Service an deine Kunden oder Firmenkunden. Diese Jobs werden verzweifelt remote gesucht und es ist deine Aufgabe, Softwareprodukte per E-Mail oder per Telefon zu verkaufen. Firmen zahlen richtig gut, um diese Jobs zu besetzen. Und das Beste ist, ihr braucht am Anfang keine Vorerfahrung. Alles, was mit Sales in dem Verkauf oder Vertrieb zu tun hat, kann jeder lernen. Es gibt sogar viele kostenlose Online-Kurse oder Camps, die euch die Grundlagen zum Thema Sales beibringen. Die Startgehälter liegen im Durchschnitt bei 45.000 Euro pro Jahr. Nummer 3 ist der Job des Buchhalters. Buchhalter sind schwer gefragt. Erstens benötigt jedes Unternehmen einen Buchhalter und außerdem geht der Trend im Finanzwesen Richtung Digitalisierung. Also ein äußerst lohnenswerter Job, auch für die Zukunft. Um als Buchhalter zu arbeiten, braucht ihr keine besondere Ausbildung. Das Wissen kann sich jeder selbst aneignen und sich Buchhalter nennen. Das Wissen erhält man außerdem in einer kaufmännischen Ausbildung oder einem BWL-Studium, falls man das machen möchte. Für diese Tätigkeit braucht ihr nicht viel Zeit zu investieren. Ihr kümmert euch einfach nur ein paar Stunden pro Monat um die Bücher eurer Kunden oder Klienten. Ihr bekommt inzwischen die durchschnittlichen Buchhalterstundensätze und die liegen bei ca. 50 Euro. Es werden aber auch bis zu 120 Euro die Stunde aufgerufen. Im Monat könnt ihr also so pro Kunde ein paar hundert Euro verdienen. Ein Buchhalter dokumentiert einmal im Monat die finanziellen Transaktionen seiner Kunden. Ihr analysiert die Daten und gibt sie letztendlich an den Kunden zurück. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr organisiert seid, detailorientiert und ein Problemlöser seid. Nummer 2 unserer Jobs ist der virtuelle Assistent. Was macht ihr denn als virtueller Assistent? Ihr seid ein persönlicher Assistent und erledigt für eure Kunden den gesamten administrativen Support, den er möchte. Da ist Termine vereinbaren, E-Mails beantworten, Social Media betreuen. Also im Grunde alles, was er euch aufträgt und von ihm seinen täglichen Kerngeschäften ablenkt. Auch hier braucht ihr keine Erfahrung. Wenn ihr etwas nicht wisst, müsst ihr nur wissen, wo ihr es findet. Hierfür habt ihr alle möglichen Hilfsmittel. Suchmaschinen wie Google, ihr könnt YouTube verwenden, Facebook und andere Netzwerke. Und wie bekommt man so einen Job? Es gibt zum Beispiel Freelancer-Netzwerke wie Upwork oder Fiverr. Unser Tipp ist es, nur Jobs zu machen in Dingen, bei denen du wirklich gut bist und dass du weißt, dass du gute Bewertungen bekommen wirst. Arbeitet hier auch nur für verifizierte Kunden und versucht euch nur auf solche Jobs zu bewerben, wenn maximal 5 Bewerbungen bisher eingegangen sind, damit das nicht zu schwierig wird. Und noch ein Bonustipp für uns. Wenn ihr am Anfang bei Null startet und keine Referenzen habt, bietet doch eure Leistung erstmal ein paar Tage oder ein paar Wochen für umsonst an. Wenn ihr Kunden mit eurer Leistung beeindruckt, könnt ihr dann mit Bezahlung fortfahren und habt direkt einen Job und Kunden für längere Zeit. Als Stundenlohn könnt ihr auf jeden Fall mit 20 Euro die Stunde starten und mit entsprechenden Fähigkeiten und positivem Kundenfeedback deutlich mehr verlangen. Nummer 1 unserer Jobs ist Grundstücksverwaltung und Hausmeistertätigkeiten. Mit diesen Jobs könnt ihr ins Immobiliengeschäft einsteigen, ohne Häuser zu kaufen oder zu verkaufen. In der Nachbarschaft gibt es immer alte, leerstehende Häuser, die Wartung und Pflege benötigen. Manche sind so heruntergekommen, dass sie abgerissen werden müssen. Aber zu diesen Kosten muss es natürlich nicht kommen. Ihr sorgt dafür, dass die Gehwege, Vorgärten und Grundstücke in Ordnung sind, bis die Banken oder Eigentümer diese verkaufen wollen oder können. Banken und Eigentümer wollen sich häufig nicht selbst um solche Sachen kümmern und suchen hierfür Dienstleister aus.
Auch ihr müsst das nicht selbst tun, sondern sucht euch einfach jemanden, der das für euch tut. Ihr managt das einfach von 100% von zu Hause. Und die durchschnittlichen Stundensätze, die ihr für Hausmeisterdienste aufrufen könnt am Anfang, liegen bei 35 €.